Gründen muss in Deutschland in jeder Lebenslage möglich sein. Wir brauchen einen Gründungszuschuss für Gründerinnen, aber auch Gründer, die nach der Elternzeit oder Arbeitslosigkeit ihr eigenes Unternehmen gründen wollen. Wir wollen aber auch, dass das Gründen an sich bürokratiefreier möglich ist. Deswegen wollen wir eine bürokratiefreie Gründungsphase einrichten und wir möchten, dass Gründerinnen und Gründer eine Anlaufstelle in der Verwaltung haben. Und insbesondere für Frauen wollen wir den Zugang zu Wagniskapital erleichtern. Wir möchten hier einen Fonds in öffentlich-privater Partnerschaft einrichten.